In der Normandie, mitten im Grün, lebt und arbeitet schon seit einigen Monaten der britische Maler David Hockney. Auch während der Ausgangssperre blieb der 82-Jährige in Frankreich und malte unbekümmert weiter. Der Mann mit Hornbrille und weißer Schiebermütze gilt als einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Normandie sei seine aktuelle Inspirationsquelle, sagt er. We found a house that's just perfect. Wir waren ursprünglich hergekommen, weil wir das perfekte Haus gefunden hatten, auch als der Lockdown kam. Ich musste nirgendwo hin, es blühte alles direkt vor meiner Tür. Auf diese Weise konnte ich den Beginn des Frühlings einfangen. Für uns ist er wie ein kostbarer Schatz, sagt der Bürgermeister von Beuvron-en-Auge. Jemand, der ebenso geschützt und erhalten werden muss wie die wunderschönen Fassaden in unserem Dorf. Was brachte den Briten, dessen Gemälde Höchstpreise erzielen, ausgerechnet in diese Gegend? Sein Nachbar, der Galerist Jean Frémont, hat die Antwort. Er brauchte etwas Abstand zu den Orten, an denen er sich sonst aufhält. London und Los Angeles, Orte, an denen er allseits bekannt ist und ständig belästigt wird. Hier ist er in aller Ruhe und findet seine Landschaftsmotive direkt vor ihm, malt Bäume und Blumen. 110 Werke sind bereits entstanden. Sie sollen voraussichtlich im kommenden Oktober in Paris ausgestellt werden. Bis dahin bleibt dem Meister noch viel Zeit, die normannische Naturidylle zu genießen.